Hallo, liebe Kollegen aus dem Unterrichtswesen Ostbelgiens. Mein Name ist Henri Lennart. Ich habe mathematische Wissenschaften an der Universität Lüttich studiert und unterrichte diese seit 1986. Seit 1992 am César Franck Athenäum in Kelmis. Ich möchte Ihnen, euch, hier meine Arbeit als Fachteamleiter für Mathematik im César Franck Athenäum Kelmis vorstellen. Als Vorbereitung auf diese Arbeit habe ich insbesondere dieses Buch, die Teambibel, gelesen und finde dieses Dokument sehr empfehlenswert. Ratschläge, die ich der Teambibel entnehmen konnte, sind zum Beispiel für gemeinsame Ziele sorgen, das Miteinander und das positive Wir-Gefühl pflegen, durch Einzelgespräche Vertrauen aufbauen und Stärke der einzelnen Teammitglieder herausfinden. Hier jetzt drei Zitate aus der Teambibel. Schon die Neandertaler haben nach dem Teamgedanken gelebt. Sie sind in kleinen Gruppen auf die Jagd gegangen, haben dabei die Stärken jedes Einzelnen genutzt, um das gemeinsame Ziel besser zu erreichen und die Beute gemeinschaftlich zu teilen. Ein zweites Zitat: Optimale Ergebnisse entstehen aus den Unterschieden und den verschiedenen Stärken. Diese wirklich zu schätzen, wertzuschätzen, ist eine der wichtigsten Kommunikationsregeln überhaupt. Ein drittes Zitat: Die wichtigste Basis für die Kreativität ist ein toleranter Umgang mit Fehlern. Bei unserem ersten Mathe-Meeting im César Franck Athenäum legten wir anhand der Moderationsmethode gemeinsam das Hauptziel des Mathe-Teams fest. Dieses Ziel haben wir wie folgt formuliert: Wir möchten miteinander und füreinander konkret an einer rahmenplankonformen Unterrichtsentwicklung arbeiten, um allen Schülern des César Franck Athenäums qualitative und zeitgemäße Mathematikunterrichte zu bieten. Wir versammeln uns regelmäßig, um horizontale und vertikale Absprachen zu treffen. Das Gebäude zur Implementierung und Umsetzung der Rahmenpläne, das ich in einem separaten Tutorial detailliert erkläre, dient dabei als Basis. Zu jedem Mathe-Meeting wird ein Protokoll erstellt, das jedem Mathe-Kollegen sowie auch der Studienpräfektin zugestellt wird. Zu den Zuständigkeitsbereichen des Fachteamleiters gehören: auf korrekte Umsetzung der Rahmenpläne achten, Zusammenarbeit der Kollegen fördern und koordinieren, Mathe-Meetings vor- und nachbereiten, neue Kollegen empfangen und unterstützen, Fachcurriculum stets aktualisieren und den Kollegen ständig zur Verfügung stellen, Kollegen beim Erstellen der Arbeitspläne unterstützen, Schulleitung über die Teamarbeit berichten. Der Fachteamleiter ist eigentlich ein Fachmittelmanager. Mit anderen Fachteamleitern des CFA austauschen. Mit Fachteamleitern anderer Schulen austauschen. Mit Lernberater austauschen. Mit der Inspektion austauschen. Und vieles mehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mathematiklehrer und Fachteamleiter Henri Lennart.